Ich grüße euch, Freunde des Entitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute gibt es nochmal von mir meine Killerrunde in dem Killer-Wettstreit gegen Manian. Die ganze Runde von mir, so wie ich ja schon die von Manian hochgeladen habe. Und am Samstag kommt der zweite Teil des Killer-Battles auf Manian seinem Kanal. Und ich werde natürlich wieder eine Reaction zu machen und die auf meinem Kanal hochladen. Denn die erste kam ja ziemlich gut bei euch an. Ja, dann würde ich sagen, wünsche euch viel Spaß mit meiner Legion-Runde. Und ich hoffe, ihr freut euch auf den zweiten Teil. Dann viel Spaß. Ich grüße euch, Freunde des Entitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute gibt es etwas Besonderes, denn der Manian hat mich zu einem Killer-Battle herausgefordert. Ich grüße dich, Manian. Servus. Und jeder von uns spielt jeweils 3 Runden als Killer. Wir werden das abwechselnd spielen. Und wer am Ende die meisten Kills hat, hat gewonnen. Und ich habe da schon eine Klödia gesehen. Ja, hallo. Und ich habe jetzt Legion gepickt. Das heißt, der Manian darf die Legion nicht auch nochmal picken. Jeder von uns hat also nur einen Killer jeweils zur Verfügung. Bin ich mal gespannt, wie gut du mit der bist. Aber ich hätte vielleicht doch nicht Legion picken sollen. Der wollte doch safe. Nee, ja, was denn nun? Hat Legion auch ein bisschen. Das ist der least Charakter, den ich neben Plague gepickt hätte. Also Kills zählen auf jeden Fall. Der hat hier eine Palette. Er geht aber durchs Fenster, okay. Ich würde gerne jemanden durchtunneln, wenn du einen Saven haben möchtest. Er ist einfach weiter gerannt. Ja, ich will auch nicht so assi spielen, sag ich mal, ne? Also. Das kann ich verstehen. Ah, die Claudia habe ich noch getroffen. Und ich, jawohl. Hätte ich mir vielleicht selber gar nicht gegeben, den Hit. Ja, der war sehr, sehr knapp eigentlich. Ja, ich wusste, dass die den durchziehen. Hätte ich auch gemacht. Jetzt habe ich hier solche Schwitzer und krieg nur ein, zwei Kills, ne? Erste Runde, GG. Noch ist ja nichts, noch ist nichts passiert. Der erste Gen geht eigentlich immer schnell. Die schmeißt. Ja. So nach einem Schwitzer sieht das jetzt nicht aus. Nee, nicht so richtig. Ja gut, es gibt ja verschiedene Schwitzer. Es gibt ja die Schwitzer, die dich gerne lange hinhalten und den Chase halten. Da gibt es auch die, die einfach nur die Gens durchschmettern. Hatte ich heute auch ein paar Leute. Genrush passiert aber auch so oft als Killer. Bei Survivor denkst du dir, was deine Mates denn machen, ne? Ja, ist einfach so. Aber ich glaube natürlich an die Survivor, ne? Ah, Dead Heart. Natürlich. Supermag. Das ist ja weg, ne? Ne, ich glaube, hier hat sie noch eine. Wo ist die denn jetzt? Dank. Iron Maiden halt. Ne. Wird ja auch nicht gesehen. Shit. Ich habe die auch nicht gesehen. Die hat mich bamboozelt. Und sitzen schon wieder zu zweit am Gen. Ah, das ist eigentlich ein gutes Perk, aber irgendwie stresst mich das auch. Genauso wie Tüffler, ne? Wenn du permanent Ja. zuerst, wenn der Gen fast fertig ist. Da kannst du, glaube ich, mehrere hitten. Oh, noch gehittet. Also sehr riskant, aber auch. Die hier alle Paletten weggehauen, ne?
Ja, das sind solche komischen Leute wieder hier. Man, die rennen auch genau dahin, wo noch Paletten waren oder sein könnten. Die wolltet nichts. Okay. Da ziehst du ja an. Guck mal, die einfach nur von Palette zu Palette. Ja. Aufpassen, ich will ja auch gar nicht so viele Tipps eigentlich geben, ne? So, Blattlast. Ich warte immer auf der Tat eigentlich. Ja, ich eigentlich auch, aber manchmal denke ich mir, komm, jetzt oder nie, ne? Guck mal, das ist die von vorhin. Sie hat jetzt ihren zweiten Hook, lol. Ja, gut, ich hab auch nur eine Clodia-Erinnerung, das fällt mir gerade auf. Ja, so, da ist ein Rabo hochgeflogen. Da liegt dich gleich ins Tunnel. Hallo. Oh mein Gott. Gut. Hat sie gut gemacht. Das hat sie nicht gut gemacht. Kannst du das Fliegen gar nicht grabben? Ich glaube, wenn du in der Fähigkeit bist, dann nicht. Aber du kannst auf jeden Fall kein grabben. Ja, ich habe hier erst zwei Hooks und die müssen noch zwei Gens machen. Achtung, Mind Games. Verdammt. Ja, und dann macht die sowas, weißt du? Oh, alle sind verletzt in der Runde. Ja, schon, aber bringt mir halt nichts, ne? Und was macht die das schon wieder hier an der Ecke? Ne. Ich will sie wieder weg. Der Tat. Und da war es noch ein Gen. Ich glaube, die erste Runde läuft nicht so gut bei mir. Er geht noch zurück. Alles wieder voll? Da hinten. Ja, die haben sie erstmal alle geheilt jetzt. Ah, oh, das nervt. Ja, schon. Den kriege ich nicht mehr. Ah, ist doch nervig. Geslow wollte? Ja. Oh mein Gott. Und es zu auch noch. Oh mein Gott, no. Ist das nicht sein Ernst? Oh, also Kollege, Blitz. Weißt du, wo du hinkommst jetzt, ne? Mal schön hin. Ja, genau. Ja, wenn man sowas spielt, jetzt nur die drei Talente vom eigenen Killer und auch ohne Addons, ja, man merkt schon, wie Addon-abhängig oder Perk-abhängig man so ist eigentlich, ne? Ja. Hier so ein Scratch-Mark oder Steps hier. Was ist er für einer? Es ist nicht wahr. Und die anderen haben ihn gerettet. Ich habe keine Kratzspuren gesehen, die ihn in den Keller geführt haben.
Er wollte nicht, okay. Ja, er spielt so komisch, hat aber Dead Heart. Das ist immer ganz wichtig, Leute. Merkt, müsst ihr euch merken. Manian, du auch. Immer Dead Heart war ja. Immer. Oh no. Ist es dein Ernst, ey? Und noch einen hinterher. Ja, ein bisschen unlucky, oder? Das war sehr unlucky. Ich habe auch gar nicht gemerkt, dass die eine Taschenlampe dabei hat. Er rennt doch einfach durch, ne? Also das ist so der Moment, wo ich immer denke, ja, der nimmt das Fenster safe. Die machen dann den anderen Gen, ne? Die machen nicht den, der eigentlich schon fast fertig ist. Die machen den anderen Gen. Ja, Gott sei Dank. Ne, okay. Machen sie nicht. Willst du jetzt noch probieren, einen zu kriegen halt, ne? Ich gehe zwar mit einer Menge Haken aus der Runde, aber halt keinen Kill, ne? Wir können das. Hat mir gesagt Haken oder Kills? Ich kann auch gerne Haken sagen, so. Ja, so, wegen Hedge und sowas auch. Nee, wir hatten ja ursprünglich. Ne, wir hatten ja schon ursprünglich gesagt, wir sagen Kills. Müssen wir uns dann einfach für das nächste Mal merken, ne? Wir nehmen jetzt erstmal ja. Kills, ne? Und für das nächste Mal. Aber du könntest sie noch bekommen, wenn du jetzt nochmal einen Ritter. Ja, da ist die Klödia. Ist sie gerade in mein Basement gegangen? Oh mein Gott, oh no. Die ist dead on hook. Und beide? Die andere ist auch raus. Oh mein zwei Gott. Kills. Oh mein Gott. Okay, gut, ne? Oh Gott, ja. Aber es war übel ja. Anstrengend. Ich habe gesehen, dass die da runter ist. Der Plot Twist. Oh Mann. Ja, doch noch zwei Kills rausgeholt. Okay, erste Runde mit Legion. Zwei Kills für mich. Also ich gehe erstmal mit zwei Kills in Führung. An meine Community, ich werde diesen kleinen Wettkampf in Videos unterteilen. Also bei mir wird es dann wahrscheinlich drei Videos geben. Bei Manian, der wird das wahrscheinlich wieder zusammenschneiden, wird es ein Video geben, denke ich mal, ne? Genau. Oder zwei. Ja, müssen wir halt gucken. Wenn das Ganze kommt, müssen wir noch absprechen. Ansonsten sage ich an der Stelle, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.